Morgen. 6.45 Uhr. Und heute, wie gesagt, gehen wir erstmal nach Magasela, dann nach La Habana, dann nach Don Benito und dann nach Medellin. Aber nicht Medellin in Kolumbien, sondern hier in Spanien. So, und das macht das Ganze etwas leichter. Auch gestern die Tour war ja gar nicht schlecht. Ich habe mich ja nachher nur aufgeregt über diese Herbergsgeschichte hier. War nicht ausgefeilt und so weiter. Egal. Weil eben halt eine längere Pause dann gestern in Castueras dazwischen war. Das kann man dann sehr gut machen. Und heute haben wir drei ordentliche Pausenstellen, will ich mal sagen, wo man nicht im Dreck sitzen muss, wo man ein Getränk zu sich nehmen kann, was man nicht schleppen braucht. Jetzt gleich natürlich erstmal Frühstück, weil ich hatte nichts. Und so machen wir uns heute mal einen entspannten 40-Kilometer-Tag, beziehungsweise der deutsche sogenannte Pilgerführer spricht von 37 und die Spanier sprechen wieder von 32. Irgendwo dazwischen wird es liegen. Ja, mal eine ganz neue Tour, weil wir nämlich schon nach wenigen Metern den nächsten Ort sehen können. Ihr seht da hinten auf dem Bergkegel, das ist Magasela und dort wartet mein Frühstück auf mich. Ja, so instinktiv würde ich mal sagen, dass diese Schnecke irgendwie total besoffen war, denn diese Schlangenlinien hier, also das kriege ich nicht hin, selbst mit 5 Promille. Adios Schnecke. Ja, apropos Schnecken, ein sehr beliebtes und empfohlenes Gericht hier in der Gegend. Und wenn ihr draußen an der Bar oder am Restaurant so ein Schild seht, Hay Caracoles, H-A-Y, Hay, das heißt, es gibt Schnecken. Ja, wenn ihr sowas mögt, dann mal ran an die Schnecke. Ja, und für die User des öffentlichen Personennahverkehrs, hier vorne, diese Eisenbahn, da fährt auch noch ein Zug, habe ich gestern Abend gesehen. Könnte also irgendwas mitmachen. Ja, und offensichtlich ist hier die Energiewende schon abgeschlossen, denn hier gehen die Strommasten schon schön durchs ganze Land. Naja, dann haben wir das demnächst bei uns auch. Freuen sich die Leute, die da wohnen. Ja. Die gute alte deutsche unterirdische Verlegung ja aus der Mode kommt. Ja, mit der Fußballblase, das ist im Moment, geht das ganz gut. Allerdings meldet sich an jeder Stelle beider Füße irgendetwas. Wir gehen jetzt auf die 400 Kilometer zu. Da soll man das auch nicht überbewerten. Ich meine, gut, es gibt viele Leute, die dann ja, abbrechen, wenn der Schmerz zu groß wird. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich gehe noch ein bisschen. Ja, hier in Magasela gibt es dann zwei Wege. Der eine führt euch um den Ort rum, da vermute ich mal, ich weiß es selber noch nicht genau. Aber ich habe mit der Pilgergewerkschaft gesprochen, die haben gesagt, ich soll die Ochsentour machen, oben über die Burg. Geht mir zwar heute ziemlich beschissen, sage ich ganz ehrlich, aber irgendwie will ich auch da hoch. Also Attacke. Ja, hier ein kleines Stück hoch findet, die hat auch dann wieder Wegzeichen.
und ich hol mal Luft. So Leute, das letzte Stückchen da oben bis zu den kaputten Steinen machen wir dann nicht. Aber ich denke, hier geht es dann weiter nach La Haba. Und eine Bar gab es hier. Eine, die wohl schon immer zu hat und eine, die heute zu hat. Und heute ist, ich glaube, Freitag. Ja, das dürfte dann La Haba sein. Es gab lecker Frühstück. Und zwar Tortilla Francesa. Das ist nichts anderes. Ein ganz schnödes Omelett, nicht zu verwechseln mit der Tortilla Española, wo Kartoffeln drin sind und sowas. Ja, ich mache einmal so einen kleinen Exkurs für euch. Und jetzt geht es nach Don Benito. Und das sind nochmal so 7 Kilometer. Und die ziehe ich jetzt auch hier auf der Straße durch. Ist kaum befahren, habt ihr ja eben schon mitbekommen, war auch nichts. Und ja, dann mache ich dann die nächste anständige Pause, weil heute geht es wirklich kaum voran. Ja, wenn man hier so diese nicht befahrene Straße geht, dann sind die Kilometer natürlich von den Spaniern auch wiederum ja, fast korrekt, ne? Mit 32, 33. Der Outdoor kommt auf 37, weil du nie weißt, wie groß ist der Bogen, der hier um die Straße rumgeschlagen wird. Ja, und wie geht es jetzt so nach dem Frühstück? Ich würde sagen, deutlich besser, denn ich sage mal, gestern waren das diese 2 Orangen bis zum Abendmenü, mehr gab es nicht. Gut, Frühstück hatte ich, Cola Kao ist Kakao. Und ja, wenn man da sowas gegessen hat und so weiter, ne, das wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Und natürlich auch auf die Füße, auf die Beine und so weiter. Ne, so nach dem Motto, Essen hält Leib und Seele zusammen. Und ja, jetzt geht es mir schon deutlich besser. Die Laune ist auch wesentlich besser und jetzt kann ich aber ein bisschen marschieren und sehe also schon mich auch deutlich die 7 Kilometer wieder in einer Stunde laufen und dann machen wir da die nächste Rast und schauen, was der Tag noch so bringt. Ja, und ihr habt es gerade gesehen hier oder ihr seht es gerade, ne? Also der Seitenstreifen, wesentlich breiter als die meisten spanischen Bürgersteige. Ja. Welcome to Don Benito. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber zu jedem Bier gibt es hier immer so eine kleine Tapa, ne? Und ist meistens so Tortilla oder Pommes teilweise oder irgendwas in diese Richtung. So reingekommen seid wie ich, immer geradeaus gehen, ne? An dem Umspannungswerk vorbei praktisch, was da linke Hand liegt und immer geradeaus. Und ihr seht da schon, gelber. Ja, das ist hier so, sag mal, Großstadt rauslaufen, Industriegebiet und ja, nichts Schönes. Also wenn ihr von Don Benito, keine Ahnung, wenn es dann Bus gibt nach Medellin, könnt ihr den, glaube ich, ganz getrost nehmen. Ja, wenn dann die, ich sag mal, bis hierhin vielleicht noch ab hier 7 Kilometer gar nicht mehr gehen, dann gibt es hier das Hotel Vegas und da könnt ihr übernachten, Leute, guck mal. Da laufen noch schicke Mädels rum, siehst du? Ja, ja, ganz toll. Ja, das ist jetzt also 3 Minuten von dem Hotel entfernt. Leute, wenn ihr zweifelt, ne? Da ist auch wieder ein gelber Pfeil. An jedem zweiten Laternenpfeil war übrigens ein Pfeil. Totaler Unsinn, es geht nur geradeaus. Also es sind wirklich nur noch 7 Kilometer bis Medellin. Da würde ich mir das nochmal überlegen mit dem Hotel. Obwohl, wie gesagt, schicke Mädels haben sie ja, ne? Ja, hier über die Eisenbahnbrücke müssen wir rüber und der Seitenstreifen ist eigentlich nicht vorhanden. Hier, das ist noch komfortabel. Oben auf der Brücke, gerade auf der Spitze, wo kaum was zu sehen ist, da war das gleich null. Ich sehe aber gerade, nee, hier unten geht kein Weg. Ja, so ist das halt. Muss sein, das ist das harte Pilgerleben, Freunde. 14.07 Uhr und im Gegensatz zu sonst tagsüber gibt der Spanier da richtig Stoff. Ja, weil jetzt ist spätestens Mittagessen angesagt, ne? Siesta so bis 6.
Und da hauen die nochmal richtig rein. Sehen zu, dass sie so richtig Tempo machen. Hier auf so einer Straße, auf der Brücke, direkt mit 90 drüber. Hauptsache schön ins Restaurant und schön lecker essen. Ne? So, Freunde, ich kann euch sagen, so noch ganz lange vor der Eisenbahnbrücke, kein Zeichen mehr. Und jetzt soll es hier rechts reingehen. Also, das sind jetzt noch gerade mal höchstens 4 Kilometer. Jetzt könnt ihr euch überlegen, noch weiter auf der Straße zu gehen. Aber wie gesagt, für mich, die Spanier drehen hier vollkommen durch, wenn es um die Mittagszeit ist. Was hier für Überholmanöver laufen, das spare ich mir jetzt und gehe jetzt hier den Weg. Ob diese Strecke sinnhaft ist, weiß ich nicht. Aber sie führt ja nach Santiago. Und warum man hier nicht ein bisschen hier unten rumgeführt hat, weiß ich auch nicht. Aber wir gehen jetzt hier rein. Punkt. Wir sind fast da. Sprechen wir mal über zwei komplett konträre Pilgertage. Gestern ging es gut los bis Castera, dann die Fiesta angeschaut, schöne schattige Bank, dann die anderen 20 Kilometer, okay. Zum Schluss richtig beißen. Und dann kam dieser Mist eben noch, wo du total fertig warst, ne? 38 Kilometer, diese 3 Kilometer bis zur Herberge, dann noch ein bisschen verlaufen dabei, wo du fast eine Stunde unterwegs warst, ja, 16 Uhr war ich im Ort, kurz in der Bar und so weiter. Heute genau andersrum. Erst richtig scheiße drauf, ja, dann komischerweise dieser Berg rauf, der hat mir total gut getan da nach in Magacela. Und ja, dann wusste ich, okay, 5 Kilometer bis La Haba, dort ausgezeichnete kleine Bar getroffen, ja, gegessen, dann wusste ich, okay, komm, 7 Kilometer, dachte ich, es waren aber nur noch 5, bis Don Benito, auch alles gut in Don Benito. Dann eben auch nochmal, habt ihr gesehen, Bier genommen und so eine kleine Tapas ohne große Flasche Wasser. Ja, und das hier ging auch locker von den Füßen. Also so kann es laufen, Leute, komplett konträr. Einmal geht es hochmotiviert los und es endet total demotivierend. Und hier ist es genau andersrum. Okay, und jetzt schaue ich mal, wo ich im Ort die Herberge finde. Am Ortseingang hier unser Schildchen, gucken wir uns aber heute mal nicht an und wir schauen mal, ob wir irgendwo Informationen zur Herberge bekommen. In der gebotenen Kürze, wir haben nämlich noch exakt 5 Minuten Film auf Karte, mehr haben wir nicht mehr. So, Hostal Rio, alles wunderbar, alles schön, ihr seht das Doppelbetten, Handtücher und so weiter gibt es hier immer in den Hostels, sind meistens immer 2 Betten da, deswegen auch 2 Handtücher und so weiter. Ich musste ein bisschen sputen, 15:35 hier bis 16 Uhr essen, 5 vor war ich natürlich da. Deswegen habe ich schon geduscht, ihr seht, dass das alles schon in Beschlag genommen. Hallo Dirki, machen wir wie immer heute mal so. Okay, auch hier, Nasszelle und so weiter, war alles okay, alles super. 21 Euro und ich denke, das passt. Ich hatte erst Adjutamento zu Policia Local. Haben noch so einen kleinen Galopp wie immer durch die Stadt gemacht. Dann gab es eine Pilgerempfehlung, Casa Micaela, irgendwas hier, 24, da stand kein Name, da stand kein gar nichts dran an der Tür und da wollte ich dann auch nicht klingeln. Und jetzt sind wir hier. So, und da es noch was zu sehen gibt in der Stadt, alles weitere später. Ja, direkt über von dem Hostal Rio liegt hier diese wunderschöne Brücke. Sehr schön.
Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es geht jetzt nach Mérida, unsere letzte Etappe. Ich gehe aber nur bis San Pedro de Mérida, weil ich neue Speicherchips kaufen muss. Ich filme gerade mit meinem Handy. Die Tour an sich ist sehr lange, 44 Kilometer. Diese letzten 17, da versuche ich irgendwas transportmäßig zu organisieren. Und morgen ist Sonntag, da kann ich in Mérida nichts einkaufen. Deswegen müssen wir da heute unbedingt noch halbwegs erholt hin, damit ich das machen kann. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Hier das erste Wegzeichen, was ihr nach der Brücke seht, halbe Stunde ungefähr her. Ihr müsst also links dann auf die Straße und dann gibt es eine Straße nach Yelves, die ihr müsst dann nehmen und da seid ihr richtig. Ja, nach circa einem Kilometer geht es dann hier auf diese Piste, also ein Kilometer von dieser kleinen Straße. Und da laufen wir jetzt bis da hinten in den Ort, ungefähr eine Stunde. Vielleicht etwas mehr und da können wir schon mal den ersten Kaffee nehmen. Ja, hier vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis. Lauft nicht da hinten auf den Ort, den ihr zur Linken seht, zu. Mit der Straße, so hätte ich es fast gemacht. Sondern ihr müsst wirklich die Schotterpiste nehmen, weil unser Ort ist hier rechts. Ja, Freunde, wenn ihr eure Angel mit habt, könnt ihr hier kurz vor Santa Amalia ja noch mal ein bisschen angeln fürs Abendessen. Also wirklich sehr schön gemacht. Gut, die Fische haben da nicht so allzu eine große Chance, vermute ich mal, wenn die hier in dem Becken sind. Ja, hier eine sehr klare unklare Wegführung, heute Morgen auch schon. Wir sind von da hinten gekommen und jetzt haben wir hier einen Steinpfeil nach rechts. Der Weg hat uns einmal im Endeffekt um die Straße rumgeführt. Hier sehen wir wieder unser Wanderschildchen und wenn ich das richtig sehe, ist die Stadt da drüben mit Bar und so weiter. Ja, Freunde, ihr seht, ich bin jetzt bis hier hinten durchgegangen. Keine Wegzeichen, irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das macht Sinn. Dann gehen wir da zurück und laufen Straße. Ja, Santa Amalia liegt nun hinter uns und Torres Fresneda, 9 Kilometer Straße, das machen wir jetzt. Ja, ich bin jetzt knapp einen Kilometer unterwegs und ihr seht hier, der Seitenstreifen ist also sehr komfortabel und es ist nur stracks gerade, also das lässt sich durchaus machen. Ja, unglaublich, nach 2 Stunden gibt es hier tatsächlich ein Wegzeichen. Es gibt aber nichts, wo man hätte herlaufen können und ich hatte gerade ein Auto angehalten. Ich bin mal so links von Fahrweg gegangen und dann musste ich durchs Gebüsch wieder auf die Bahn, weil er sagte, es gibt keine Brücke, wenn man links geht. Also Straße, Leute, ne? So, hier ist jetzt fast amtlich. Wir sind jetzt in Torres Fresneda. Und dann kommt noch San Pedro de Mérida. Und dann kommt Trujillanos. Und dann kommt Mérida. Und das war's dann. Adios, Camino Mozarabe. Hola, Via de la Plata. Ja, diese Bar hier, Bar Discoteca Carmen, die hat zu. Aber wenn ihr hier vorne da hinten am Ayuntamiento vorbeilauft und dann linker Hand seht ihr, da ist eine Bar, die ist geöffnet. Da gibt's lecker Bocadillos. Ja, auch wenn wir hier mal wieder ein Zeichen haben, ich leg mich mal fest, der am schlechtesten ausgefeilte Wegabschnitt auf dem ganzen Camino Mozarabe kommt hier zum Schluss. Ja, das hinterlässt natürlich keinen guten Eindruck, aber es hängt ja immer von den einzelnen Asunciones ab, von den Vereinigungen, ne, wie engagiert die sind. Und die Kollegen hier am Ende des Weges, die haben wohl keinen Bock. Gut, wir gehen aber geradeaus. Erst ging es so eine ganze Zeit, ja, das heißt eine ganze Zeit, eine kurze Strecke auf so einer Schotterpiste und jetzt geht es hier mal links und rechts von der Autobahn auf so einem Fahrweg hier für die Landwirte, alles asphaltiert.
Ja, hier ist die Autobahn schöner bepflanzt wie manches Dorf. Also alles wunderschön bepflanzt in der Leitplanke. Und hört ihr das Klappern der Störche da oben? Also es sind hier massenhaft Störche. Alleine gestern habe ich da auf dem Kirchendach 20 gezählt. Ja, ein Pilgermeilenstein an der Autobahn. Ja, das hat doch was, ne? Ja, meine Angststrecke ist überwunden. Autobahnbrücken. Da gehe ich immer genau in der Mitte und gucke nur auf den weißen Strich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte mich man mal als Kind da runterwerfen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich mag diese Dinger nicht. Und dann geht es hier links von der Autobahn weiter. Ja, Vater Storch hat gerade was abgeliefert. Und die Mäuler werden gestopft. Aber irgendwie war Mutti nicht zufrieden. Oder ich glaube, bei den Störchen ist es sogar irgendwie andersrum. Und er musste sofort wieder los. Die Kleinen sind hungrig. Na denn. Adios, liebe Störche. Birgi muss weiter. Ja, 13.24 Uhr. Und es ist tatsächlich nicht mehr so die Hitze wie die Tage. Obwohl es gestern Abend noch um 19.30 Uhr und es noch 30 Grad. Vielleicht habe ich mich auch daran gewöhnt. Aber im spanischen Fernsehen sagte die Dame gestern, der Frühling kehrt zurück. Sprich, diese ungewöhnliche Hitzeperiode, die mich hier erwischt hat, Anfang Mai, soll wohl jetzt vorbei sein. Und ich habe auch was von Regen gesehen, das wäre dann wohl eher mein Wetter. Okay. Ja, Freunde, hier ist die Albergue Municipal von San Pedro de Mérida. Sieht nicht ganz so schick aus, aber okay, weil der Dirki muss ja laufen, weil es gibt keinen Bus. Ja, du magst dich der ein oder andere fragen, kein Bus, warum bestellt er sich nicht ein Taxi oder sowas? Ja, also es gibt dann so ein paar Dinge, die sind selbst mir dann zu dekadent. Ne? Da sage ich dann auch, okay, Bus ist schon für mich eine schlimme Geschichte, wenn man mit dem Bus fahren muss, aber Taxi, ja, das sage ich immer, sei denn, du bist gerade hingefahren, hast dich verletzt, aber ansonsten, das ist ein absolutes No-Go. Ja, landschaftlich geht das einigermaßen heute, also Gegenersatz zu heute Morgen. Und ja, ich weiß nicht, wie die auf 13 Kilometer kommen in der Bar. Autobahnschild eben sagte 16. Habe gerade einen Spanier getroffen, der von Almeria unterwegs war. Ja, gesundheitlich sehr beeinträchtigt, immer so maximal 25 Kilometer am Tag, 15 und sowas. Und kaum Geld. Heißt also, der hat in Granada auf der Parkbank geschlafen. Das ist natürlich nicht so toll. Und das bringt mich auf eine Idee. Beziehungsweise, ja, habe ich einen Einfall. In jedem Ort, wo ihr durchkommt, gibt es eigentlich so eine Information al Peregrino. Und auch in Monterrubio de la Serena, wo ich für 12 Euro in der Bahnhofsalberge geschlafen habe, gab es die Casa Cultura, die ist frei. Also man wird euch überall, egal in welchem Ort, irgendeine Unterkunft schon zur Verfügung stellen. Da müsst ihr halt nur immer warten, derjenige, der den Schlüssel hat und diese Dinge. Es geht, aber es ist mühsam. Schöne am heutigen Weg, ganz langsam, Dirki, ist, dass immer wieder ein Ort kommt. So, Esel, sag mal IA. Sag mal IA. IA. Sprich nicht mit mir. Sag mal IA. Vielleicht der Kollege, siehst du? Der ist interessierter. Sag du mal IA. IA. Ihr wollt nur, dass ich euch was Futter gebe, ne? Okay. Adios, Burr. Ja, neben diesem Caminos a Guadalupe, der uns schon seit Tagen begleitet hier, ist auch irgendwie so eine Pilgergeschichte drauf, haben wir da vorne auch wieder unser Schildchen. Ja, und jetzt sehen wir es wirklich. Trujillanos,
5 Kilometer, da sehen wir irgendwas von Mérida, wobei ich gerade ein Schild gesehen habe, hier da oben von dem Hotel. Das ist nämlich direkt Mérida Stadtzentrum, 10 Kilometer. Wie die da auf 5 Kilometer kommen noch, weiß ich nicht. Aber da sind wir jetzt. Ja, und das ist schon ein bisschen frech hier, nachdem man uns den ganzen Tag was die Wegzeichen verwehrt hat, baut man hier gleich zwei von den Schildern auf. Ja Leute, das macht Sinn, das ist richtig intelligent. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr gelbe Farbe, ein paar Pfeile, das würde schon ein bisschen was bringen. Ja, kennt ihr diese Westernfilme mit den verlassenen Städten? Ja, zwischendurch rollt da mal irgend so ein Büschel noch durch die Stadt, durch den Wind. Und so kommt ein alle spanischen Städtchen und Dörfchen in der Zeit zwischen spätestens 4, wenn alle gegessen haben und alle wieder raus sind aus den Restaurants, aber meistens sogar schon so von 2 bis 6, eher 7. Ist das hier alles, hat man das hier alles für sich? Also beängstigend, Leute. Ja, jetzt sind wir einmal quer durchs Dorf und sind wieder an der Autobahn. Also vollkommen unnötig, dieser Abstecher. Ich hatte allerdings das Glück, dass eine Frau gerade wohl in ihrer eigenen Tienda was suchte. Die habe ich dann überrascht und konnte so wenigstens noch eine Dose Cola und eine Dose Limo nehmen. Und die habe ich dann nochmal eben so auf Ex runtergestockelt. Ja, jetzt gehen wir noch, glaube ich, 10 Kilometer bis Mérida. Und dann ist aber auch wirklich sowas vom platt, die Socke. Und ja, da muss ich mal schauen, wie ich das noch geregelt kriege mit dem Einkauf. Also das ist eigentlich nach 44 Kilometer, dann sind es eher 45, fast unmöglich. Ja, Freunde, ein neues Erlebnis. Seit genau 14 Tagen gehe ich jetzt das erste Mal nach nunmehr über 40 Kilometern heute unter Wolkenbeschattung. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Ja, wenn man sowas mal wieder erleben kann, dass die Sonne nicht wolkenlos auf einen herunterscheint nach 14 Tagen, sondern einmal ein paar Wolken davor. Geil. Absolut geil. So, liebe Freunde, Mérida ist erreicht. Die 45 sind dann gleich voll. Und ihr fragt euch sicherlich, wie macht man sowas? 35 Kilometer und dann noch 10, wenn eigentlich schon nichts mehr geht. Lass mal das Auto vorbei. Ja, ist so ähnlich wie Bus oder Zug fahren. Ne? Wenn ihr so doof aus dem Fenster guckt. Ja, und irgendwann müde werdet, weil so irgendwann alles an euch vorbeirasselt. So macht man das hier auch. Man begibt sich in Trance, sage ich immer. So sage ich das bei meiner Frau mal, wenn wir Bus fahren. Ja, einfach stur hier Weg gerade durch. Irgendeine stumpfsinnige Musik. Ich sage jetzt mal so Ballermann-Hits. Irgendwas. 25. Und einfach durch. Und nicht irgendwo drauf gucken, wie viele Kilometer sind es jetzt noch, wie sind jetzt noch, bin ich bald da, sondern Trance. Ja, liebe Freunde, wenigstens hat man uns hier schon mal, wir lesen mal zusammen, Camino Mozarabe. Na, das E fehlt, der müsste mit seinem Auto weg. Wenigstens hat man uns hier schon mal ein Denkmal gesetzt, ne? Ja, Freunde. Wenn ihr mal in Spanien seid, dann immer zum Chinesen gehen. Ja, das ist immer Bazar Chino. Und nachdem ich vorher schon in 3 Läden war, auf dem Weg hier zum Hostel, weil Alberge ist heute nicht, der Chinese hat alles. Ja, es gibt nichts, was die nicht haben, die Burschen. Und da gab es jetzt auch die SD-Karten. Ich habe mal 48 GB, also 3216 geordert. 72 haben wir ja für den letzten Weg gebraucht. Ich denke mal, ich werde die Qualität runterschrauben. Weil, klar, die kosten hier natürlich knapp 50 Euro für beide Karten. Dafür kann ich zu Hause einen LKW bestellen. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Und jetzt schaue ich mal, in welches Hostel ich heute unterkomme. Weil an die Alberge habe ich irgendwie schlechte Erinnerungen. Ja, weiß gar nicht wieso. Vielleicht wegen dem gebrochenen Fuß. Aber ich glaube, sie war auch Käse. Ach ja, warum habe ich die Cola hingehalten? Natürlich, weil der Chinese mich dann noch zu 2 Cola eingeladen hat. Klar, sein umsatzstärkster Kunde heute. Ne?
gehört sich ja auch so. Ja, Freunde, in aller Kürze. Es ist jetzt gleich 7 Uhr. 10 vor 7. Also eine der längsten Touren, die ich je gemacht habe. In Tura, irgendwas, die letzte Geschichte durch den Ort. Habe ich ja, wie gesagt, keine Pause gemacht, bin durchgelaufen, nachher in Trance. Sonst wäre das gar nicht machbar gewesen. Also 45, 46 ist diese Etappe und ihr könnt die aufteilen. Wie gesagt, Don Benito macht eine ganze Menge Sinn. Und am nächsten Tag hier frisch einlaufen, euch Merida angucken. So, ich mache jetzt erstmal einen Tag Pause. Das war's jetzt mit Camino Mozzarabe. Fazit ziehe ich vielleicht später dann noch bei einigen Bildern. Hier sehen wir Bad, alles soweit anständig. Es gab nur noch Doppelzimmer, keine Einzelzimmer mehr. Die möchte ich dann auch nicht sehen, wenn das Doppelzimmer so klein ist. 32 Euro, aber Herberge wollte ich nicht. Da muss man das in Kauf nehmen. So, jetzt machen wir hier vorne noch ein Hallo Dirki. Hallo Dirki und ja, das war's dann. So, liebe Freunde, bevor ich jetzt die letzten paar Seiten von diesem Pilgerführer hier, Camino Mozzarabe, von dem Hennemann wegschmeiße, geht bitte nicht ohne los. Es gibt immer wieder Situationen, auch wenn ihr euch nur sicher sein wollt, bin ich auf dem richtigen Weg, wo ihr hier mal nachlesen müsst. Das meiste stimmt noch. Es gibt natürlich, so wie hier, ihr seht das hier, ganz, ganz viele Update-Seiten. Ja? Und das ist hier noch harmlos. Da gibt es ganze Doppelseiten, die ihr austauschen müsst. Da müsst ihr was da reinschreiben, zuschreiben und so weiter. Findet ihr aber auf der Seite des Outdoors oder auf der Seite von Outdoor, entsprechend vom Konrad Stein Verlag, die Updates. Könnt ihr euch alle einkleben, ihr seht das hier. Und dann passt das. Also Leute, so traurig das auch ist, das Ding ist absolut überaltet, aber ohne dem solltet ihr nicht losgehen nochmal, weil es hat mir auch 3, 4, 5 Mal ganz gut weitergeholfen. Einfach zur Sicherheit, okay, bin ich auf dem richtigen Weg oder irgendwo so eine Straße, die letzte Straße ins Navi eingeben und sagen, okay, so komme ich dahin. Also bitte nicht ohne dieses Büchlein starten. Liebe Pilger, liebe Wanderfreunde, ich habe euch natürlich wieder eine ganze Menge Unterlagen so zusammengestellt. Ja, das meiste sind Dinge, die ich selber aus dem Netz gezogen habe. Aber da braucht ihr nicht nochmal suchen und ja, das Ganze dann ist mühsam teilweise. Ich habe euch hier entsprechende Listen gemacht. Ein paar Listen muss ich noch nachbearbeiten. Aber als Abonnent meines Kanals, da muss ich leider diesmal drauf bestehen, so wie viele andere ja auch mittlerweile bei YouTube, könnt ihr diese Unterlagen nachher alle gerne von mir haben. Ich zeige mal so ein paar Dinge eben halt. Ihr könnt hier zum Beispiel, habe ich euch eine Sollliste gemacht mit den entsprechenden Links zu den Herbergen bzw. zu den Hostels mit Alternativrouten. Die muss ich noch ein bisschen ergänzen hier an der Stelle. Ich habe euch auch hier meine Liste entsprechend mit ein paar Bemerkungen gemacht. Da werde ich hier noch eine Unterkunftsliste eben halt mit meinen Unterkünften und mit der günstigsten Möglichkeit euch reinarbeiten. Ja, dann gibt es hier noch eine Linkliste entsprechend, die könnt ihr euch eventuell dann in eure mobilen Links mit einfügen und ja, hier mit Busfahrplänen und so weiter, diese Geschichten halt. Ich habe auch mir so eine eigene Kredenzial gebastelt, hier, das seht ihr hier. Wenn ihr nicht bis Santiago wollt, wo ihr vielleicht eine offizielle nehmen werdet, ist das eine ganz nette Geschichte, finde ich, mit den Fotos und so weiter. Ausgefüllt sieht das so aus. Hier, ne, ihr seht das mit den Stempeln. Also das wurde überall akzeptiert, das war überhaupt kein Problem. Ja, okay, wollte ich euch nur sagen, könnt ihr haben die Unterlagen als Kanalabonnenten, überhaupt gar kein Problem. Schicke ich euch alles per E-Mail zu. E-Mail-Adresse brauche ich natürlich von euch, das wird immer sehr gerne vergessen, insbesondere wenn die Leute über die YouTube-Schiene kommen. Da kann ich keine Anhänge machen, ich brauche also eine E-Mail-Adresse. Ja, jetzt schauen wir uns noch die Fotos vom Weg an und ich mache noch so ein Statement, ja, wie war es, was kann man besser machen, was würde ich zukünftig anders machen, damit ihr es vielleicht, diese Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht gleich vermeiden könnt. Wie ihr jetzt an den schönen Panoramabildern nochmal sehen könnt, also der Weg ist wirklich wunderschön. Er hat seinen besonderen Reiz, klar, durch die Olivenplantagen, viele Pisten eben halt, die natürlich auch sehr hart sind, viele Asphaltkilometer. Viele Asphaltkilometer sind allerdings dadurch entstanden, dass ich andere Geschichten gemacht habe, dass ich mich mal verlaufen habe und dann einfach gesagt habe, okay, nimmst du die Straße, oder dass ich an dem Tag eben halt nicht 37 laufen
wollte wie Originalweg, sondern vielleicht nur die 33, die die Spanier angeben. Ja, und dann muss man halt ein bisschen eben halt über Straße laufen. Okay, das ist belastend und sicher nicht für jeden was, aber ihr seht es hier nochmal landschaftlich, dieser Weg absolut eine Empfehlung. Ein paar Herbergen gibt es ja, haben wir gesehen. Einige habe ich euch auch noch verschwiegen. Ein, zwei hätte man noch eine Herberge oder eine freie Unterkunft haben können, findet ihr aber dann in meiner Liste wieder. Ja, dieser Weg hat natürlich zwei Tücken. Das eine ist, dass es überwiegende Zeit des Jahres sehr heiß ist. Und die andere Tücke ist, wenn es denn geregnet hat, gibt es viele Flussquerungen, die ihr nicht machen könnt. Schaut mal da im Pilgerforum, da hat der Walter ein paar alternative Routen eingestellt für euch, geschrieben, was dann entsprechend zu tun ist, wenn die Flüsse eben halt zu hoch sind und ihr nicht durchkommt. Ja, das Preisgefüge in Andalusien, in der Extremadura, ist also gegenüber unseren Preisen hier sehr, sehr gering. Das heißt also Supermarkteinkäufe, Menü del Dia, 7, 8 Euro ne, für ein gesamtes Menü mit Getränk. Also das ist schon super top. Auch die Unterkünfte, ihr habt es gesehen, ne, so 15 Euro bis 25 Euro. Ja, dafür bekommt ihr in Deutschland nichts. Das muss man mal so sehen. Da gibt es dann kein Hostel, kein Hotel und so weiter. Ja, die Menschen, ja, die sind für überall auf der Welt so freundlich, wie ihr es auch seid. Es kommt ja immer darauf an, wie man in den Wald hineinruft. Also bitte, Freundlichkeit, denke ich, ist das Gebot, dann wird man auch freundlich behandelt. Ja, immer wieder eine sehr häufig gestellte Frage ist Spanisch. Ja, auf diesem Wege solltet ihr also zumindest so ein paar Grundkenntnisse eben halt was nach dem Weg fragen, was diese Geschichte eben halt, Habitation individual, also Einzelzimmer, ne, und was diese Geschichten Menü anbelangt. Denn Englisch ist auch in diesem Teil Spaniens kaum vorhanden. Das hängt auch so ein bisschen mit der Altersstruktur zusammen in den Dörfern. Ja, und mit Deutsch kommt ihr gar nicht weiter, das kann ich euch sagen. Also Spanisch solltet ihr so ein paar Dinge eben halt wissen. Gut, wenn ihr euch da beim Menü sagt, okay, das erste und es ist dann Linsen und ihr mögt es nicht, okay, das ist nicht so dramatisch. Aber gerade diese Dinge halt, was die Zimmergeschichten anbelangt, was die Frage nach der Alberge anbelangt, also Spanisch müsst ihr können für diesen Weg nochmal, weil mit Englisch kommt ihr da nicht klar. Ja, ihr habt gesehen, dass ich diese Geschichte in 14 Etappen gemacht habe. Ich habe mich da nach dem Autor Wanderführer gerichtet, aber ich denke, das wird für die meisten zu hart sein. Das war auch für mich hart. Und also kalkuliert eher mal mit 16 Etappen. Natürlich ist diese Geschichte hier nicht so komfortabel vom Herbergsnetz und ja, von der Anreihung der Orte in kurzer Distanz, dass man da dann immer so eine Aufteilung machen kann, wie es einem genau gefällt. Also viele sagen ja, ich möchte 25 bis 30 oder nur 25, das ist meine Optimalstrecke. Das wird euch nicht immer gelingen, aber vielleicht 30, 15 oder eben halt 20, 20. Ja, das bekommt man schon hin. Ich versuche euch die Alternativen entsprechend einzuarbeiten in meine Listen und wie gesagt nochmal, also kalkuliert eher mit mehr. Denn alleine diese letzte Etappe von 45 Kilometer, die hat es so in sich, Asphalt, aufteilen in 30, 15. Ja? Oder eben halt diese Cordoba-Etappe, macht sie wirklich über Santa Cruz, dann habt ihr das Ganze dann in 5,5 und von mir aus 3,5 Stunden. Ja, okay, dann ist es eben halt mal ein Tag nur mit 3,5 Stunden, muss man mit leben, ruht man sich aus, passt auch. Also keine Hetze an der Stelle, denn der Weg ist hart genug aufgrund eben halt auch der harten Bodenstrukturen. Hier gibt es keinen weichen Waldboden oder sowas. Also bitte macht's etwas langsamer wie ich. Ich denke auch die Kulturinteressierten kommen auf dieser Strecke auf ihre Kosten. Granada, ne, die Alhambra, ich habe es euch gesagt, Karten am besten 3 bis 6 Monate vorher bestellen. Ich war ja nicht drin. Und ja, Cordoba, ne, die Mesquita und diese ganzen Geschichten, also auch für Kulturinteressierte, ein hochinteressanter Weg.
Und da solltet ihr natürlich dann auch nochmal 2 Tage mehr einplanen, ne? Ein Tag extra Cordoba, ein Tag extra für Granada und auch Merida, denke ich, hat einen Tag verdient, wenn ihr da zum Schluss ankommt und da aufhören wollt. Also auch für Kulturinteressierte, alles sehr monumental, also gibt es wirklich was zu sehen. Caceres auch, insofern auch da eine klare Empfehlung, dieser Weg. So, und nun sage ich nochmal das letzte Mal, liebe Leute oder liebe Freunde, und ja und okay, ich weiß, sehr viele Wiederholungen, hängt an den kurzen Sequenzen immer, die man bei den Videoaufnahmen macht. Ich habe mich nachher teilweise schon ein bisschen konzentriert, dass ich nicht immer dasselbe sage, Leute. So, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr jetzt 4 Stunden Camino Mozzarabe mit den ganz üblichen Dingen. Aber ich glaube auch für Neupilger interessant, ne? Ja, das Spannende ist die Landschaft, diese Veränderungen in der Landschaft. Ne? Man muss naturinteressiert sein oder auch kulturhistorisch interessiert sein für die Städte. Damit also ansonsten habt ihr auch einen ganz normalen Alltag, den Pilgeralltag. Ja, der geht los morgens mit Füßen abkleben, diesen Rucksack wieder komplett einpacken, dann eben halt, wo macht man sich Gedanken über den Tagesweg. Ja, dann geht man einfach, irgendwann kommt man erschöpft an, dann heißt es noch duschen, Wäsche waschen, diese Geschichten. Ja, dann denkt man schon wieder über die Etappe des nächsten Tages nach, schaut in seinen Pilgerführer und diese Dinge. Und das, Leute, wiederholt sich von Tag zu Tag. Also ja, da gibt es keine spannenden Dinge, da gibt es kein Riesenrad und was weiß ich was und eine Wildwasserbahn oder ja, kein Motorradrennen und solche Geschichten. Ne? Da seid ihr froh, wenn ihr mal durch eine Stadt kommt, wo so eine kleine Fiesta ist. Spanisch, wenn ihr Spanisch könnt, ist natürlich immer schön, wenn ihr ein Zimmer habt, mal ein bisschen Fernsehen gucken könnt auf dem Bett. Aber ansonsten, ja, ist das Pilgeralltag. Und das wollte ich euch hier auch nochmal ganz klar zeigen mit dieser langen Dokumentation, dass es sich wiederholt. Ja, genauso wie meine Sätze, wiederholt sich auch der Pilgeralltag. So, nun heißt es für mich, adios Camino Mozzarabe. Ich gehe jetzt auf dem Via della Plata weiter, den ich 2012 nach dem Fußbruch aufgegeben habe, Richtung Santiago. Wer mir auch da folgen will, findet da wieder einen Link hier am Ende dieses Videos. Allen anderen wünsche ich jetzt schon alles Gute. Bleibt gesund und vor allen Dingen immer das Quäntchen Glück, was man so im Leben braucht. Ja, bis dahin, euer Mr. Bullfish, euer Dirkie, euer Dirk, wie auch immer ihr wollt.